So, meine Damen und Herren, komm, nehmen wir mal ein Fotos. Aber wie gesagt, machen wir jetzt weiter mit der nächsten Folge. Ups, Entschuldigung. Another dirt off-road series race about to get underway. Kriegt immer zur falschen Zeit aus. Ja, wollte ja nicht so ganz um die Kurve fahren. Passt schon.
Willkommen zurück zum Dirt Podcast von Donut Media. Und wir legen gleich los, denn es wird ein ganz besonderes Wochenende für AJ werden und für uns eine ganz, ganz besondere Show. Besonderes Wochenende? Wieso? Ich habe keine Ahnung, was du meinst, Mann. Oh, ich weiß nicht. Vielleicht meine ich irgendein Rennen? Vielleicht nur das größte Aha. Event des Jahres! Oh, ach so, das Rennen, ja. Nein, Scherz beiseite. Wir haben uns wirklich lange vorbereitet und ich habe wirklich ein großartiges Gefühl dabei. Du wirkst immer so locker, so gelassen, da kann man es nur schwer erkennen. Also, ja. Spürst du den Druck? Ja. Die ganze Welt sieht dir dabei zu, lass dich nicht verrückt machen. Ja, hey, ich weiß, es ist ein großes Rennen und ich werde ganz ehrlich sein. Es ist auch für mich persönlich eine Riesensache, denn, naja, du weißt schon, ich habe da mit jemandem eine Rechnung zu begleichen. Oh, wer könnte das wohl sein? Tja, ein Rätsel? Ich meine, es ist eine gewaltige Herausforderung für deinen Schützling, der ja noch relativ neu in der Szene ist. Oh, okay, sehr gut. Wir sagen jetzt nicht mehr Rookie. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Da hat sich jemand seinen Titel wirklich verdient, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Das war echt mehr als genug, um sich selbst zu beweisen. Viel mehr als genug. Wenn ich dazu sehe, kommt es mir vor, als ob ich einer jüngeren, besseren und schnelleren Version von mir selbst zusehe. Oh, und gut aussehender auch. Mit einer besseren Frisur. Das würde ich jetzt nicht sagen. Du bist ein gut aussehender Kerl, ehrlich. Danke. Du bist ein Bild von einem Mann. Vielen Dank. Ich würde jetzt nicht Bruno Durant sein wollen. Ich schon. Aber es ist gut zu wissen, dass du dein Selbstbewusstsein zurückgewonnen hast. Ja. Und schön, dass du dich vor diesem Wochenende tipptopp fühlst. Ja, wir haben zurzeit so eine richtige Kampfgeiststimmung, weißt du? Das gesamte Team, wir fühlen uns gut. Aber wir wissen auch, dass wir eine Aufgabe zu erfüllen haben. Also, nehmt euch in Acht. Das höre ich sehr gerne. Wir freuen uns, dass ihr euch gut fühlt und wir wünschen euch viel Glück. Wir von Donut drücken euch die Daumen. So sieht's aus. Danke, Leute. Das freut mich. Wir sehen uns hinterher, Bro. Also, gab's nichts Neues. Gut. An dieser Stelle bedanke ich mich fürs Zugucken und wir werden uns dann gleich in der nächsten Folge hier wiedersehen.